Also ich glaube, besonders wichtig wäre es, sowas wie eine, ja, einen angemessenen Umgang zu finden, in dem zunächst einmal deutlich gemacht wird und nicht weggeredet wird, dass mit 1919 nicht irgendwie Deutschlands Kolonialzeit zu Ende gegangen ist, sondern dass Kolonialismus weiterhin eine wichtige Rolle spielt im Alltag, dass Deutschland auch ohne Kolonialstatus oder ohne Status als Kolonialmacht weiterhin eingebunden war in einer Welt kolonialer Strukturen, von denen es profitiert hat, etwa ökonomisch. Vor allem aber auch, dass Formen von Rassismus, von Hierarchiedenken, von Paternalismus, von Dünkel weiterhin sozusagen Teil unseres Alltags sind, die man irgendwie nicht wegreden kann und dem man sich stellen muss. Deutschland kann sich sozusagen nicht aus bestimmten Kontexten wegreden, nur weil es sozusagen seit 1919 keine formale Kolonialmacht ist. Das ist, glaube ich, der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wie verflochten sozusagen Kolonialismus war, zeigt sich ja zum Beispiel an den jetzt so heiß diskutierten Objekten. Selbst ohne Kolonialstatus haben natürlich deutsche Museen weiterhin bestimmte Objekte erhalten. Das war sozusagen ein globales Geschäft, kann man schon was sagen. Und wenn man jetzt allein überlegt, die viel diskutierten Benin-Bronzen, von denen es ja auch einige in Berlin gibt, und von denen sozusagen bestimmte Museumsleute sagen, ja, aber die haben wir ja gar nicht irgendwie geklaut, die haben wir ganz ordnungsgemäß von den Briten gekauft. Das heißt, das natürlich auch diese Art von Eingebundensein. Ich meine, britische Kolonialherren haben es, ne, sozusagen im Benin gestohlen im Kontext eines Krieges und haben das dann, wenn man das salopp sagen würde, in der halben Welt vertickt und darunter eben auch in Deutschland. Also ich glaube sozusagen, dass dieses Eingebundensein in vielen Bereichen etwas ist, was sich nicht unbedingt am formalen Status von Kolonialmacht oder nicht bindet, ist eine wichtige Erkenntnis. Dann würde ich mir einfach auch wünschen, dass genau sozusagen die Bedeutung von Kolonialismus über die Nationalgeschichte hinaus, aber auch als Teil der Nationalgeschichte eben auch sehr viel stärker Eingang etwa in die Schulcurricula findet. Ich meine, die Schule ist immer noch der Ort, wo alle und vielleicht zum ersten und letzten Mal mit Geschichte konfrontiert werden. Und ich glaube, es wäre schon wichtig, sozusagen auch diesen Teil der deutschen Geschichte, der zugleich auch ein wichtiger Teil der Globalgeschichte ist, einfach stärker zu verankern. Und das muss man nicht nur im Fach Geschichte machen, das kann man ja auch in anderen Fächern machen. Gerade wissen, dass eben sozusagen die Fächerkonstellationen ja dann durchaus auch so sind, dass Geschichte eher so ein bisschen auf dem Rückzug ist. Aber es wäre genauso ein Thema für irgendwelche, früher hieß das noch Sachunterricht. Oder meinetwegen auch in der Literatur, in der Malerei, wie auch immer. Dass einfach sozusagen auch schon überlegt wird, wie eigentlich sozusagen der Platz von Kolonialismus in verschiedenen Ordnungen, eben auch in der deutschen Gesellschaft, in vielen Bereichen nachvollzogen werden kann. Ich glaube, das wäre ein wichtiger Punkt. Dann würde ich mir sehr viel mehr Souveränität wünschen, etwa im Umgang mit der Klage der Herero und der Frage der Reparation. Also ich finde dieses Rumgeeiere schon relativ unsäglich und zu sagen, immer bloß nicht irgendwie das offiziell zugeben oder offiziell zu sagen, ja, es war ein Völkermord, der im deutschen Namen geschehen ist, nun müssen wir uns über bestimmte Dinge unterhalten, um sozusagen das zu vermeiden und bestimmte dann eben auch vielleicht justiziable Aussagen zu machen. Die eben eine Klage ermöglichen können. Also da fand ich, hat die deutsche Regierung extrem unsouverän reagiert. Und ich glaube, da gäbe es durchaus jetzt Möglichkeiten, das etwas auch klarer zu gestalten. Und so ein bisschen auch auf vielleicht die Gefühlslage und das Anliegen von denen zu reagieren, die eben sozusagen jetzt diese Klage führen, die so oft so als eher lästige Bittsteller oder als Leute, die daraus nur Geld und Kapital schlagen wollen, abgetan werden. Also es fehlt, glaube ich, immer noch eine gewisse Sensibilität für den Umgang mit dieser Frage, ne? Weil eben, glaube ich, die meisten Politikerinnen und Politiker
gar nicht irgendwie darauf vorbereitet sind, was das eigentlich heißt, ne? Sondern irgendwie, also Kunas ist ja schon lange vorbei und jetzt müssen wir irgendwie, ne, hier mal Tacheles reden und so weiter. Ich glaube, dass Kolonialismus natürlich auch instrumentalisiert wird von afrikanischen Politikern und Aktivisten, ist klar. Aber nichtsdestotrotz muss man ernst nehmen, dass Kolonialismus etwas ist, unter dem viele immer noch leiden. Und ich glaube, diesen Weg haben die meisten, die hier in Deutschland Politik machen, noch nicht verstanden. Und ich würde mir dann auch wünschen, dass etwa, oder andersrum, ich fand es sehr, sehr bezeichnend, wie überrascht eigentlich die meisten Museumsleute waren von der Wucht der Debatte über die Objekte. Das haben die schlichtweg gar nicht auf dem Schirm gehabt. Die haben gedacht, also wir entwerfen uns jetzt hier mal so als ganz weltoffene Stadt. In Berlin ist ja sowieso irgendwie hip und alle kommen zu uns. Und waren dann völlig überrascht, dass Leute sagen, hey, also ne, irgendwie habt ihr eigentlich mal überlegt, was damit zusammenhängt. Und ich glaube, das zeigt eben sehr deutlich, dass es um ein etwas ambivalentes oder einen ambivalenten Begriff zu benutzen, es hier doch sehr stark an postkolonialer Sensibilität mangelt. Dass irgendwie die Idee, dass Deutschland damit auch was zu tun haben könnte, gar nicht vorhanden ist. Und dass inzwischen auch Deutschland ein Ort ist, in dem Leute sind, die ihre eigene Geschichte haben, aber trotzdem diese hier auch repräsentiert sehen wollen und sagen, also deutsche Geschichte ist nicht nur sozusagen von Bismarck über Hitler und Adenauer bis Kohl, sondern es ist auch sozusagen was anderes. Und ich glaube, sich darauf einzustellen, ist eine der dringendsten Aufgaben. Die Wissenschaft hat damit sicherlich angefangen, da ist inzwischen schon viel geschafft worden, aber wie es immer so ist, das ist dann oft auch in einer Weise präsentiert, die nur wenigen Eingeweihten zugänglich ist. Und ich glaube, ein großer Punkt besteht jetzt darin, das eben auch systematisch und mit langem Atem auch in andere Bereiche zu tragen. Und zwar nicht, dass sozusagen wir nur noch über den Kolonialismus reden müssen. Ich glaube, was viele vielleicht auch zu Recht verschreckt, ist, dass auf einmal sozusagen ist nur noch das Thema und wir müssen jetzt nur noch... Sondern das ist aber, dass man auch den Platz versucht, ein wenig einzuordnen, den Kolonialismus auch noch heute für diese Gesellschaft hat, neben vielen anderen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, wo ich auch manchmal denke, hey, also ich meine, diese Objekte sind ja wichtig und schön und gut, aber es gibt auch noch andere Probleme. Und man kann sozusagen nicht alles und jede Frage jetzt über die Debatte um Provenienz und Restitution machen, sondern es muss auch noch irgendwie, ne, andere Dinge geben. Und es bekommt schon wieder sozusagen eine Art Paternalismus, weil wir jetzt teilweise auch Afrikanern und Afrikanern erzählen, was für sie wichtig ist oder wichtig zu sein hat. Und ehrlich gesagt hat man nicht das Gefühl, wenn ich in Afrika bin, dass nun irgendwie diese Frage eine ist, die den Großteil der Menschen brennend interessiert. Das darf nicht heißen, dass man dadurch die Debatte jetzt hier abbricht und sagt, ist ja gar nicht so wichtig. Aber man muss auch hier, glaube ich, darauf achten, dass wir nicht wieder in so eine Art Beschäftigung damit kommen, die vor allem auf uns bezogen ist und dann sozusagen andere Perspektiven und Interessen kaum einbezieht und dann nur noch sozusagen in dieser Floskel von der Herkunftsgesellschaft dieser Objekte. Und das war es dann aber auch schon. Naja, Großbritannien hat es eigentlich geschafft, das weitgehend oder ne, sozusagen noch außen vor zu halten. Ich meine, das Britische Museum ist da relativ cool, was das betrifft. Es war auch eine gewisse Ironie, dass ausgerechnet der ehemalige Direktor Neil McGregor nun irgendwie ans Humboldt-Forum für eine Zeit berufen wurde, weil er eigentlich jemand war, der genau in dieser Frage sich als extrem, wie soll ich sagen, unsensibel erwiesen hatte. In England scheint mir die Debatte jetzt nicht so stark zu sein. Es mag auch sein, dass es einfach durch Brexit und andere Dinge so ein bisschen überdeckt ist. Frankreich natürlich durch die Macron-Initiative sehr viel präsenter. Aber auch da findet man jetzt schon so erste
Rückzüge, ich weiß nicht, also sozusagen ist ja auch immer die Frage, wie lange dann so eine Debatte auch am Laufen gehalten werden kann. Ich meine, im Unterschied zu Deutschland leben natürlich auch in Frankreich selbst sehr viel mehr Menschen aus den ehemaligen Kolonien, die natürlich auch vor Ort noch eine ganz andere Wucht entfalten können, jedenfalls theoretisch. Ich sehe da durchaus natürlich über die Macron-Initiative sozusagen einen gewissen Push-Faktor. Also die haben natürlich auch in Deutschland viele Einrichtungen enorm unter Druck gesetzt. Und das Gutachten von Savoy und Fair war natürlich, ist natürlich ein Manifest, was jetzt sehr viel Schwung in die Sache gebracht hat. In Frankreich ebenso wie hier. Ich würde da Deutschland und Frankreich durchaus sozusagen so auf einer Ebene sehen, was jetzt den Platz der Debatte in der Öffentlichkeit hat, selbst wenn die Vorgeschichte und der Kontext in Frankreich ein sehr viel anderer ist als bei uns. Viel interessanter, oder nicht viel interessanter, aber interessanter finde ich natürlich auch die Frage, dass ja ein Teil, ein nicht unbeträchtlicher Teil kolonialer Objekte in amerikanischen Museen ist. Aber die USA haben es irgendwie geschafft, sich da weitgehend rauszuhalten. Aber es zeigt eben nochmal, dass Kolonialismus etwas ist, was sozusagen auch über die Grenzen von Kolonialreichen hinweggeht und dass davon eben viele profitiert haben. Und natürlich haben reiche amerikanische Einrichtungen oder amerikanische Universitäten, die ja viele auch ethnologische Museen haben, in denen viele dieser Objekte stehen, die oft unter ähnlich dubiosen Umständen dahin gekommen sind, wie jetzt ins Berliner Museum oder ins Pariser Museum. Dass die sozusagen da irgendwie das geschafft haben, sich da rauszuhalten. Also ich glaube, da sind wir sozusagen erst am Anfang, aber es hat sozusagen eine europäische, letztendlich aber auch eine globale Dimension, weil diese Objekte durchaus auch global waren. Und Achille Mbembe hat ja mal ironischerweise gesagt, warum müssen eigentlich alle Objekte wieder nach Hause. Es wäre schlimm, wenn wir alle irgendwann wieder nach Hause müssten. Und das zeigt natürlich auch nochmal die Frage, also die Komplexität, wem gehört was, wie lange, was ist sozusagen, das ist ja immer eines der Argumente deutscher Museumsmacher, ist sozusagen ein Weltkulturgut, was wir sozusagen für die Welt oder im Auftrag der Welt hier irgendwie verwalten und pflegen und ausstellen. Aber es hat natürlich auch ein gewisses Geschmäckle, weil der Zugang zu diesen Weltkulturgütern dann eben nur einige Privilegierte haben, die entweder vor Ort sind oder sich die Reisen dorthin leisten können. Und das gilt für einen Großteil der Menschen in Afrika eben nicht. Und der Artikel vor einigen Tagen in der Süddeutschen über den Zustand der Magazine in deutschen Museen hat ja auch nochmal deutlich gemacht, dass sich viele hier ihre Arroganz nach dem Motto, da vergammeln die sowieso, vielleicht nochmal auf der Zunge zergehen lassen sollten.